Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich musste diese kleine Tonaufnahme hier mit hinzufügen, weil ich ein paar Sekunden vom Video wegschneiden musste, weil es komischerweise ein Videofehler war. Also nicht wundern, wenn ihr diese Audioeinbindung hört. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anno 1800. So, warum habe ich hier noch Ziegelsteine? Ja, wir sind jetzt in diesem Part angekommen. Also in dem nächsten Part. Er konnte noch nicht mal richtig Hallo sagen. Also, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part in Anno 1800. Wir machen direkt hier weiter, wo wir nahtlos aufgehört haben. Ist auch wieder mehrere Tage vergangen wahrscheinlich bei euch. Und ich möchte weiter aufnehmen. So. Wir brauchen erstmal ein paar Lagerhäuser. Also ein paar Depots. Damit wir auch hier ein bisschen was lagern können, ne? Zack. Wir brauchen unbedingt Ziegelsteine. Dann Stahlbeton. Und Holz. Denn wir brauchen hier tatsächlich den Pendlerkai. Aber wir können den Pendlerkai nicht aufbauen. Wir können den Pendlerkai leider nicht aufbauen. Wir brauchen mehr Einfluss. Oh, ho, ho. Ach so, warte mal. Klatsch. Quatsch. So. Wir haben ja Inseln, wo ich nicht weiß, warum wir die haben. Genauso wie die hier. Warum haben wir die hier? Ist es wegen der Steinkohle oder dem Eisen? Oder keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, im letzten Part nicht aufgepasst, so richtig. Egal, also in einem Part da nicht richtig aufgehört. Aber egal, wir können jetzt den Pendlerkai bauen. Ja. Und das bauen wir hier hin. Kavutsch. Verbinden wir noch. Und tada, haben wir hier Zugriff zu unseren ganzen Arbeitskräften. Wunderbar. Arbeitskräften. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, dann bauen wir hier erstmal wollte ich die Eisenmine. Wo ist die Eisenmine? Da ist die Eisenmine. So. Und da wir ja so viel Öl hier übrig haben, können wir das mal hier eben pausieren bzw. löschen. Einen löschen. Und wir brauchen hier ein wenig Öl. So. Also einen Ölhafen bauen. Kleiner Ölhafen. Zack. Dann haben wir hier. Oh, was ver Ui. Verkauft hier schönes Schiff. Nice, nice. So, was brauchen wir? Wir brauchen Ressourcen, ne? Was brauchen wir hier? Wir brauchen jede Menge, ja, Kram. Dann holen wir uns erstmal von jeder Sorte Stahlträger nicht. Lieber Beton. So. Stahlträger kaufen wir uns. Weil solange wir noch nicht so viel Stahlträger haben auf der Hauptinsel, lassen wir sie auch auf der Hauptinsel. So, genau. Du kommst erstmal eine Handelsroute von ihm hier, Ware laden, hier hin. So. Ja, Tanker bereit. Wir brauchen unbedingt, warte mal, wir brauchen unbedingt dieses Item hier, was wir hier haben. Weil hier das Lager ist voll. Dieses Item brauchen wir. So. So, jetzt ist die Frage, können wir hier das reinpacken? Ja, wunderbar. Jedes Mal, wenn eine passive Handel am Kontor stattfindet, wird hier die Möglichkeit, 5 Tonnen Kanonen, Dynamit, schwere Geschütze oder Segel zu erhalten. Wuhu, nice. So, Cutty Shark, nimmst du bitte dir
dieses Item mit. Dann haben wir, was uns bei der... kleinen Moment, ich hab's gleich. Unserem Dampf... unseren... ihr wisst schon, was ich meine. Ach, egal. Mir fällt das gleich ein. Uns bei unseren Dampfmaschinen. So, das wollte ich eigentlich wissen. Deswegen schnappen wir unser Flaggschiff und fahren nochmal zu Eli, ob er uns vielleicht irgendwas verkauft, was uns bei den Dampfmaschinen hilft. Denn wir bauen jetzt erstmal den Connector. Der Connector ist wichtig. Den habe ich mir auch schon hier rausgesucht. Wo ist er? Da ist der Connector. Den suche ich mir raus, den baue ich auch auf. So, das heißt, wir brauchen hier ein Lagerhaus. Noch ein Lagerhaus. Dann das Kraftwerk. Kraftwerk. Und das kommt dann. Dann wird das so gebaut. Ich baue den mir erstmal so auf. Ich glaube, das ist so. So, also so hier. Dann hier. Hier. Und hier. Beim Kraftwerk ist es auch hier und hier. Hier. Und also hier wird es einmal so rumgebaut. Hier bauen wir auch nochmal einmal ein Lager hin. Und nochmal eine Feuerwache daneben und noch ein Lagerhaus. So wird das aufgebaut. Und den können wir uns, so wie der ist, auch speichern. Zack, zack. Genau auf der Seite. Auf der Gegenüberseite machen wir das auch. An den freien Stellen, da fährt dann der Zug rüber. Kann einmal rumfahren. Genau dasselbe machen wir hier und hier. Und so wie er ist, speichern wir uns den auch ab. Wie ging das nochmal? So. Haben wir keine Stempel hier drin? Doch, wir hatten doch eigentlich... Stempel werden mit allen Profilen gespeichert. Stempel. So. Dann packen wir hier den Connect. Tor. So. Hier haben wir den Connector drin. Super. Okay. Das war mir jetzt einfach interessant. So, das ist der Connector. Den bauen wir dann auch gleich auf. So. Dann haben wir hier nochmal die Waren. Das da. Das da. Nein, das nicht. Das und das. Genau so. Dann gehen wir zu unserem Eli und gönnen uns noch ein paar Stahlträger. Denn das Geld haben wir ja. Uhren haben wir auch noch genug. So. Und dann bauen wir schon mal um den ganzen Connector herum. Oh, ich sehe es gerade. Doch, oder? Ne, ich sehe es gerade. Den Connector nochmal löschen. Löschen. Denn ich habe ihn falsch gebaut. Jetzt. Jetzt ist er richtig. Und nochmal. Connector. Nein, nicht Connector. Was mache ich denn da? Connector. So. Jetzt ist es. Ups. Jetzt ist es richtig. Machen wir erstmal hier schon mal um das alles hier rum. Ein paar Eisenschienen. Und
hier hoch. Und hier. So. Und dann bauen wir weitere Eisenschienen. Nein, nicht nochmal das Kraftwerk. Nein, immer noch nicht. Ich wollte das kopieren. Danke. Oh nein, Baumaterial fehlt. So ein Mist aber auch. Wo bleibt denn unser Stahlträger? Oh, echt jetzt? Ja gut, wegen Produktivität um Arbeitspensium, ne? Moderat. Aber ist doch kein... Ist auch keine Explosionsgefahr oder so. Nee. Ich weiß nicht warum. Es entscheidet sich einfach in die Luft zu fliegen. So, die Stahlträger sind da. Zack, zack, zack. So. Ich sehe es gerade. Upsi. So, jetzt. Jetzt hat er alle zufrieden, ne? So, dann an dem Connector kann ich jetzt einfach so schon mal drei Dampfwagenfabriken hier dran bauen. Hier eine gerade, da und da eine. Ist doch doof wieder. Dann machen wir so. Connector ist ein bisschen lang. So, jetzt dadurch, dass das Kraftwerk jetzt angefeuert ist, geht es ab. So. Gut. Jetzt haben wir hier noch eine erhöhtere Position, Produktion an Öl. Wunderbar. So, jetzt sind wir hier. Wir haben doch Ach, den haben wir schon. Ja, den haben wir schon. Vielleicht haben wir ja hier Glück, dass er hier, dass irgendeiner hier noch Uhrenwerkstatt nehmen wir mit. Oh, nee, oder? Ach komm, wieso nicht? Nehmen wir mit. Haben wir noch hier? Torin. Okay. Reiseveranstalterin. Können wir auch mitnehmen. Fensterfri. Aber wir haben so. Ah, hier ist die Händlerin. Hier ist die Händlerin. Da, die Verladegeschwindigkeit. Die kann ich eigentlich in ein paar Schiffe reinpacken. Also rumfahren. Da ist die Händlerin. Die meint ja, glaube ich. Luftschifftechniker. Köhlerei. Michael Hamber. Alle Lehmgruben. Zusätzlich Bauxit. Oh, nehmen wir den auch mal mit. Eigentlich nicht das, was wir wollten, aber wenn wir hier Lehmgruben haben. Wir haben doch hier, glaube ich, irgendwo auch noch eine Lehmgrube. Genau. Hier können wir auch noch was machen. So. Die Kohlefabrik ist am Arbeiten. So.
Wir brauchen Bretter, oh nein. Ist ja sowieso noch nicht da. Halleluja. Gut, warte mal. Dann gehen wir erstmal hier hin. Haben wir, okay. Ich bin immer noch unterwegs, ey. Hat lange gedauert, bis da oben hin. Dann holen wir uns halt noch mal ein paar Ressourcen. Produziert mehr, gut. Das volles Ding. Alter, wir haben ja voll. Okay, Zinkmine, ne? Die Frage ist jetzt, wie weit reicht dieser Connector? Der reicht leider nicht zu so weit. Schade. Das heißt, die Zinkmine erreichen wir nicht mit unserem erhöhten Strom. Auch die Eisenmine nicht. Reichen wir auch nicht mit Strom. Oder? Ja, fast. Fast. Wir brauchen mehr Ziegel. Wo ist unser großes Schiff? Okay. Katisch, okay. Da. Bitter, das brauchen wir. Lehmgruben. So. Hier, ne? Nee, Besucherhäfen. Die Frage ist jetzt, war das das, war das die Hafenmeisterei, war das, ne? Die das erhöht. Wo kann man die denn hinbauen? Oder kann man das auch in die Handelskammer packen? Ne, kann man nicht, okay. Ja, gut. Ja, egal. Ist nicht schlimm. Kümmern wir uns später drum. Müssen wir irgendwann noch umbauen. Unser Schiff gibt Gummi. Und unbedingt mehr Ressourcen. Denn jetzt sind wir erst bei der Eisenmine dabei. So. Das heißt, die Eisenmine gönnen wir uns auch noch. Wir gönnen uns hier alles. Wenn wir am Ende wieder zu viel haben. Aber wirklich, wirklich mit einem kleinen Mü, ne? Wirklich mit einem kleinen Mü. Aber wirklich schade. Na egal, passiert, ist nicht schlimm. Dann bauen wir jetzt erstmal die beiden hier auf. Wunderbar. Brauchen unbedingt noch mehr Zink. Haben wir hier irgendwelche Attraktivität. Einer in der Hauptstadt. Wie kommt's? Ach so, deswegen. Ja, nice. Cool.
Haben wir irgendwelche Items, um die Produktion von Kanonengestein Geschütz verbinden? Nein. 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 Lehmgruben, ja, ist okay. Wir brauchen unbedingt den, wir brauchen unbedingt ein spezielles Item. Wir brauchen unbedingt den Feras. Ich hoffe, den Feras haben wir bald. Denn der fehlt mir, also ich brauche den unbedingt. Okay, das war's mit Anno erstmal. Also, nee, nee, nicht mit Anno erstmal jetzt kein Aufnahmeabbruch, sondern das war jetzt, ja, auch eine coole Folge. Leider gehen 20 Minuten immer sehr, sehr schnell um. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder zu Anno 1800. Bis dann und ciao.